Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dishonored. Laterne neben dem Gemälde abstellen. Crazy aus. Das sieht richtig geil aus. Dort, wo es aufging, bin ich hinein. Gemälde betreten. Das Nichts. Oh mein Gott. Holy shit. Let's go. Wow. Du hast viele Talente, Doubt. Und sie halfen dir. Delilahs Talente sind ganz andere. Sie erschafft Bilder. Aber es ist mehr. Sie fängt den Geist ein. Zwingt dem Opfer ihren Willen auf. Was es auch ist. Wir werden Zeuge ihres Meisterwerks. Und vielleicht auch des deinigen. Ich habe dir Delilahs Namen genannt. Und du bist ihm gefolgt. Du siehst nun, was auf dem Spiel steht. Emilys Leben. Delilahs Ziele. Ein Kaiserreich vor dem Zerfall. In deinem langen Leben habe ich dich nicht oft so barmherzig gesehen. Ich vergebe mein Zeichen nur selten und ich habe keine Lieblinge. Aber das werde ich beobachten mit großer Aufmerksamkeit. Ja. Hui! Sprung des Glaubens. Das Nichts. Wollen mal sehen, worum es wirklich geht, Delilah. Das Nichts. Oh mein Gott, wie schön. Darf ich mit Narkomin arbeiten? Weil das sieht irgendwie die Delilahs Ritualstätte. Gibt's da was zu loben? Nichts. Gibt's noch was zu looten? Nein. Sind alle Künstler so narzisstisch? Geeignetes. Würde Delilahs Ritual mit jedem Gemälde funktionieren? Dieses Gemälde könnte nützlich sein. Ersetze das Gemälde. Oh, sie wird zum Baum. Käferpanzern aus Karmain. Sarkonischem Lasurit. Grüner Galle. Den Farben deines Fleisches, gemischt mit pandysianischer Kreide. Derselbe Webstuhl, der den Stoff deiner Kleider webte, schuf diese Leinwand. Sieht so geil aus, die ne? Die Pinsel wurden aus deinem eigenen Haar gefertigt. Oh. Emily, ignoriere mich nicht. Meine Kräfte sind zu mächtig. Mein Arm reicht zu weit. Leinwand.
Pinsel berührt das Nichts. Ich sehe dich, Emily Caldwin. Ich atme deinen Atem. Ich spüre, was du tust. Die strahlende Morgenpaar. Die kühle Nachtluft in der Ruine, in der du schläfst. Und den Gestank des Flusses. Bilder stechen ins Auge. Auge berührt den Geist. Geist berührt das Nichts. Ich spüre deine Liebe für Corvo Atana und deine tote Mutter. Für dein Kindermädchen Callista. Ich spüre deine Angst in der Nacht. Deinen Hunger zu lernen, um jemand Wichtiges zu werden. Das ist auch mein Hunger. Meine Angst. Du bist nun mein. Wir sind fast fertig. Schließ die Augen, Emily. Schlag für immer. Spüre, wie sich das Nichts unter dir öffnet. Mach Platz für mich. Öffne dich, Emily. Öffne dich jetzt für mich. Farbe fließt. Blut fließt. Leben vergeht. Raus mit dem Alten. Rein mit dem Neuen. Du hast lange genug in diesem Körper gelebt. Süßes Mädchen. Fertig. Es ist vollbracht. Ich bin... Was? Was ist? Das ist nicht richtig. In was verwandle ich mich? Ein Blut des Outsiders. Ist das ein Trick? Da! Schieres Ritual. Sie ist jetzt zu einem Baum geworden. Oder zu einer Inselgruppe oder sowas. Schließe ab, ohne jemanden zu alarmieren. Ja, immerhin habe ich das freigeschaltet. Niedrig 0, 0, 0, 0. Niedrig alles. Perfekt so. Wir haben ein Knochendings nicht gefunden. Oh. Hä? Hä? Wo denn? Also ich meine, das ist zwar schön, ne? Aber ich werde das jetzt mal so speichern einfach. Keiner wird je erfahren, wie schwer es war, Emily Caldwin davor zu bewahren, lebendig tot zu sein, als Delilahs Marionette. Keiner außer dem Outsider, der alles sieht, seine eigenen dunklen Gedanken hat und mit nur wenigen spricht. Ich lernte, dass jede unserer Entscheidungen zählt. Irgendwann. Irgendwo. Und früher oder später. Auf Wegen, die wir nicht immer verstehen, haben wir die Konsequenzen zu tragen. Mit 16 kam ich von Sir Cornus nach Dunwall als Kind, wurde dann zum Attentäter und einer der wenigen, der den Outsider hören konnte. Ich habe eine Kaiserin ermordet, aber ihre Tochter gerettet, die eines Tages selbst herrschen wird. Das waren meine Entscheidungen. Ich bin bereit für die Konsequenzen. Krass, ne? Ich habe noch eine Überraschung für Sie. Ich bitte Sie um mein Leben. Als ich die Kaiserin tötete und ihre Tochter mitnahm, ist etwas in mir zerbrochen. Jetzt will ich nichts mehr als diese Stadt verlassen und aus der Erinnerung derer verblassen, die hier wohnen. Ich habe genug vom Töten. Mein Leben liegt in Ihren Händen. Treffen Sie Ihre Wahl. Das war wortgewandt vorgetragen für einen Mann mit dem Blut Unschuldiger an den Händen. Leider kennt Corvo die wahre Geschichte nicht, oder? Wie du dich in den letzten Tagen schattengleich durch das Gefängnis von Coldridge bewegt, die verworrene Unterwelt Dunwalls betreten und unverletzt verlassen und eine der größten Hexen dieser Generation mit Besonnenheit und Geschick überlistet hast. Wie du Emily Caldwin, die Tochter der Kaiserin, die erste ihres Namens, gerettet hast und niemand wird es jemals erfahren. Aber wie sieht das Ende von Doubt aus, dem bezahlten Mörder?
dem mörderischen Retter des Kaiserreichs. Das liegt nun in Corvos Hand. Ja, wir haben ihn laufen lassen, ne? Nice one. Geil. Wahrscheinlich, wenn man einen hohen Chaos-Faktor gehabt hätte, hätte er dich getötet. Weil ich glaube nicht, dass das von meinen Entscheidungen basiert auf dem vom ersten normalen Hauptspiel. Weil da habe ich ihn ja auch laufen lassen. Und dass das mit dem Chaos-Faktor zusammenhängt. Stimmt, dieses Anziehen habe ich gar nicht gemacht, ne? Aber das wäre halt auch... Keine Ahnung, brauche ich nicht. Es geht mir trotzdem auf den Nerv, dass wir bei der zweiten Mission diese eine Eliminierung, dass die da weg war. Das hat mich ein bisschen gestört. Könnte ich die nochmal spielen? Die Missionen bleiben ja gespeichert, ne? Was ist, wenn ich die nochmal spiele, die zweite, und einfach nur die Hauptsachen mache und einfach keinen kille? Weil dann würde ich doch eigentlich die Dings bekommen, weil im ersten und im dritten Kapitel habe ich ja die Dings. Also da habe ich ja keine Kills gehabt. Eigentlich würde ich gerne mal wissen, was passiert, wenn sie das Ritual vollendet. Und ohne, dass wir uns da... Weißt du? Und Dialog Engineer Mark de la Fuente. Den habe ich schon mal gehört. Daniel Licht. DanLicht.com. Lol. Musik. Ach, der war das. Squeaky Wheel Inc. Additional Music. Voodoo Highway. ShockwaveSound.com. Okay. Quality QA. Boah. Boah, wie viele Quality. Director of Quality. QA. President. VP. External Technical Director. VP. Was heißt denn VP? Ach, Weiß Producer oder sowas? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was VP ist. So, hier sind alles Mögliche an Leuten. Special Thanks. Zinibugs. Robert Altmann. Chairman und CEO. President. COO, CFO, Alter, COO, CFO, CDO, keine Ahnung, was das alles gibt, ey. Holy moly. Administration, Human Resources. Administrative Assistant, Exekutivchef, McDonald. Ernie Dell. Hero. Finance Director, Operations, Financial Assistant, Localization, Legal, Information. Manager Office, Sales in Office, Senior Brand, Marketing, Admin. Fraud, Alter, wie viele gibt's? Wo ist Zenibugs? Zenibugs ist einfach komplett überall einfach. Vor allem dann, es gibt eine Europa-Stelle und dann gibt es noch France, Germany. Hä? Die sind gar nicht so groß. Die Zenibugs Benelux. What? Oh, der ist aber auch ein Mini. 5
fünf Leute sind da. Fünf Leute. Asia? Da müssen ein bisschen mehr sein wahrscheinlich, ne? Als, da sind sehr viel mehr. Wohl auch nicht so viel. Localized Version produced by Synthesis. Oh, cooler Name. Gas Diaz. Gas Diaz. Oh, die Musik. Richtig cool. Warum sind die DLC-Credits eigentlich so viel länger als die normal vom Hauptspiel? Weil die sind ja schon... Also, und die sind viel länger als die vom ersten DLC, also vom zweiten DLC. Knife of Dunwall. Da ging das in ein paar Minuten. Das ist schon eine relativ lange Credits für DLC. Aber okay, du hast die ganze Hintergrundstory erfahren, ne? Ja. Ja, cool. Aber krass, muss ich sagen, ne? 25 Parts Dishonored bei den DLCs. Das Hauptspiel hatte 18 Parts bei uns. Das ist schon krass, ne? Also, dass du durch so zwei DLCs, okay, machen wir minus 5, sind wir bei 20, weil die ersten, wie gesagt, das erste DLC zähle ich nicht, nur das zweite und dritte zählen. 20 Parts! Du kriegst einfach für das bisschen so viel noch dazu, das ist echt krass. Oh, wow. Er hat die Blumen dahin gebracht. Ah. Es gab sogar 4 Kapitel. Wo hatte ich mein... Ach, dann hatte ich... Hier war mein Tod drin, ne? Genau, hier war der Tod. Die Totenahle. Ja, die Frage ist, kann ich die Mission machen? Und dann sagen... Ah, ja, siehst du? Hier. Einen Tod. Aus Versehen. Bei hier ist alles komplett. Hier ist er 100%. Also absolut 100%. Eigentlich wäre es mal cool zu sehen, was passiert, wenn wir. Weil hier haben wir auch. Außer ja das letzte Knochenartefakt. Das weiß ich aber auch nicht, wo das war, ne? Also, okay. Wir können. Vielleicht nochmal eine Folge machen, wo wir versuchen, einfach mal durchzurushen. Weil ich habe ja quasi alles gesammelt. Weil wenn ich jetzt hier reingehe und sage, ja, ich hole mir das letzte verdammte Knochenartefakt, dann kriege ich wahrscheinlich eine Errungenschaft. Oder? Weil ich habe keinen Plan, wo das gewesen sein soll. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß echt nicht, wo das da... Ja, komm, wir gucken noch mal rein. Wird der vorherige automatische gespeicherte Spielstand überschrieben? Ja, das ist kein Problem. Die Errungenschaft habe ich ja, das ist egal. Ach. Ach so. Ja, ich verstehe. Die muss ich neu kaufen, okay.
Hab mich umge... So. Ich will nur... Alles in Ordnung, Sir. Merkwürdig, Sir. Ich habe im Hof einen Hund getötet, aber er stand sofort wieder auf und hat mich verfolgt. Ich musste ihm den Schädel zertrümmern. Das habe ich. Ein normales. Da ist ein verdammtes Knochenartefakt, ja. Ich muss immer an das denken, was hier passiert ist. So tragisch. Lächerlich trifft. Doch nichts. Nur ein vorwitziger. Scheiße. Dieser Sprung wird echt. Lady Delilah verschont auch Tölpel nicht. Ich finde dich.
Hier war ich nicht. Hier war ich nicht. Was war das hier für eins? Rache? Ort also nicht. Achso. Das war mies hier. Da habe ich nicht mehr dran gedacht. Rune? Muss ich das komplett nochmal alles sammeln? Oder ist das okay, wenn ich einfach den meisten Shit skippe? Ich weiß echt nicht, wie man hier auf diesen Kill kommt. Ich muss ja dann schon wieder alles. Da bist du ja. Schwestern, helf Spielt doch eigentlich keine Rolle, oder? Hauptsache ich hab... So. Hauptsache ich hab die Sachen, oder? Mehr interessiert einen doch gerade gar nicht, oder? Ja, da müssen wir hin. Da kommen wir nicht drum herum. Knochenartefakt? Ach so, ja. Was passiert denn, wenn ich hier sage, Spiel laden? Und ich würde quasi das dann neu laden? Weil dadurch käme ich doch auf den letzten schnell gespeicherten Spielstand, oder? Damit wäre ich auf dem letzten schnell gespeicherten Spielstand. Und könnte nochmal nach draußen gehen. Um das letzte Artefakt zu holen. Das wäre doch viel einfacher, als hier alles neu zu machen. Genau, hier bin ich doch genau hier vorne. Das ist doch viel einfacher. Vor allem, weil hier ja gar keiner mehr ist, ne? Wir sollten vielleicht... Aus dem Bereich? Das war nur geringfügig knapp. Aber irgendwo... Es ist schon ganz gut, dass wir hier hin sind.
schade. Aber das ist viel einfacher. Dann muss ich nur bei Delilah nochmal das gute Ende wählen. Oder ich kann ja auch mal das. Ich kann sie auch mal zu Ende zeichnen lassen. Da bin ich gerade rausgegangen, ne? Das dürfte eigentlich das Richtige sein, ne? Oh ja, perfekt. Ich muss immer an das denken, was hier passiert ist. So tragisch. Was ist denn, meine Liebe? Schwester, hier drüben! Warum haben die das direkt gecheckt? Eigentlich sind die doch nicht schlau, oder? Ich muss immer an das denken, was hier passiert ist. So tragisch. Lächerlich trifft's eher. Warum musst du nur an den Butler und sein Flittchen denken? Er ist in Gedanken an sie ertrunken. Er war ein Dieb. Er hat daran gedacht, was Lord Brigmore ihm antun würde, wenn er ihn erwischt. Ich stelle mir vor, dass es romantischer war. Er ist immer noch da und verrottet im Wasser. Warum gibst du ihm nicht einen Kuss? Von seinem Gesicht ist nicht mehr viel übrig, aber das kannst du dir ja denken. Warum musst du alles ruinieren? Ach hier! Oh mein Gott, das habe ich gar nicht gesehen. Boah, da muss man aber auch erstmal hingucken, ey. Holy moly. Und damit habe ich ja alles. Malen wir das neu. Wir haben alles gesammelt. Dann haben wir noch was. Wir haben wenigstens noch was Sinnvolles gemacht. Haben wir immerhin alle Sachen gesammelt. So, Gemälde betreten. So, damit kann ich das hier neu laden. Ich habe dir den. Nichts. Wollen mal sehen, worum es wirklich geht, Delilah. Problem ist, ich muss mir jetzt den ganzen Scheiß nochmal anhören von der. Was, wenn ich die betäube? Dann ist sie ja nicht ausgeschaltet, ne? Kann ich sie dann einfach runterwerfen? Ins Nichts werfen? Jessamine Caldwin, Erbin des Kaiserreichs der Inseln. Ich rufe dich aus dem Nichts. Eigentlich will ich hier mal auch schnell speichern. So. Und warte, wir können auch das normale Spiel einfach überschreiben. So. Verpanzern aus Karmain, sarkonischem Lasurit, grüner Galle, den Farben deines Fleisches, gemischt mit pandysianischer Kreide. Ja, Gott. Derselbe ich gebe mir Chips holen. Webstuhl, der den Stoff deiner Kleider webte, schuf diese Leinwand. Die Pinsel wurden aus deinem eigenen Haar gefertigt. Emily, ignoriere mich nicht. Meine Kräfte sind zu mächtig. Mein Arm reicht zu weit. Pinselbürger.
Farbe. Pinsel berührt Leinwand. Pinsel berührt das Nichts. Ich sehe dich, Emily Caldwin. Ich atme deinen Atem. Ich spüre, was du tust. Die strahlenden Morgen. Die kühle Nachtluft in der Ruine, in der du schläfst. Und den Gestank des Flusses. Bilder stechen ins Auge. Auge berührt den Geist. Geist berührt das Nichts. Ich spüre deine Liebe für Corvo Atama und deine tote Mutter. Für dein Kindermädchen Callista. Ich spüre deine Angst in der Nacht. Deinen Hunger zu lernen, um jemand Wichtiges zu werden. Das ist auch mein Hunger. Meine Angst. Du bist nun mein. Wir sind fast fertig. Schließ die Augen, Emily. Schlaf für immer. Spüre, wie sich das Nichts unter dir öffnet. Mach Platz für mich. Öffne dich, Emily. Öffne dich jetzt für mich. Farbe fließt. Blut fließt. Leben vergeht. Raus mit dem Alten. Rein mit dem Neuen. Du hast lange genug in diesem Körper gelebt. Süßes Mädchen. Fertig. Es ist vollbracht. Ich bin... Was? Was ist? Das ist nicht richtig. Gerettet, Emily. Nice. Und guck mal hier, 0, 0, 0, 0, niedrig, 0, 0. Alles gesammelt. Hey, nice. Danke. Keiner wird je erfahren, wie schwer... Skippen wir. Skippen. Ich habe noch eine Überraschung für Sie. Ich kann es nicht skippen. Ich bitte Sie um mein Leben. Als ich die Kaiserin tötete und ihre Tochter mitnahm, ist etwas in mir zerbrochen. Jetzt will ich nichts mehr als diese Stadt verlassen und aus der Erinnerung derer verblassen, die hier wohnen. Ich habe genug vom Töten. Mein Leben liegt in ihren Händen. Treffen Sie Ihre Wahl. Das war wortgewandt vorgetragen. Für einen Mann mit dem Blut Unschuldiger an den Händen. Ich kann es nicht skippen. Leider kennt Corvo die wahre Geschichte nicht, oder? Kannst nicht skippen. Wie du dich in den letzten Tagen schattengleich durch das Gefängnis von Coldridge bewegt, die verworrene Unterwelt Dunwalls betreten und unverletzt verlassen und eine der größten Hexen dieser Generation mit Besonnenheit und Geschick überlistet hast. Wie du Emily Caldwin, die Tochter der Kaiserin, die erste ihres Namens, gerettet hast. Und niemand wird es jemals erfahren. Aber wie sieht das Ende von Doubt aus? Dem bezahlten Mörder. Dem mörderischen Retter des Kaiserreichs. Das liegt nun in Corvos Hand. Ja, tut es. Und guck mal, hey, er lässt uns leben. Hey, wow, er lässt uns leben. Und es ist random. Das wäre lustig, wenn er mir einfach den Kopf abschlägt. Nice, danke. Das kann ich hier skippen. Cool. Jetzt haben wir das hier auf 000. Perfekt. Immerhin, jetzt haben wir alles gesammelt. Jetzt bin ich zufrieden. So, hier ist noch immer diese eine Elimination. Die fuckt mich immer noch ab. Das Problem ist, wenn ich das neu lade, ist das alles weg. Und das war ein riesiges Kapitel. Da würde ich nochmal mindestens 2 Folgen drin verballern. Und wahrscheinlich sogar mehr. Nur, dass ich hier nicht die No Elimination bekomme. Ich könnte es auch einfach durchrushen. Das würde keinen Unterschied machen? Ich guck mal gerade in Steam rein.
Also nicht wundern, jetzt ist ein bisschen silent. Übrigens ist Brightmoor Witches mit 6,7%. Okay. Brightmoor Witches ohne Alarmieren ist 2,5%. Wow. Kaufe 6 Gefallen, 4,6%. Nice. Wunderschön. Aber ich hätte halt gerne diese Errungenschaften eigentlich, aber naja. Ja. Schließe das Spiel ab, ohne jemanden zu eliminieren. Ja, eigentlich hätte ich das ja auch geschafft, wenn mir nicht einfach ein random Kill reingeballert wäre bei dieser scheiß Mission. Saubere Hände, da. Schließe Brightmoor Witches ab, ohne jemanden zu eliminieren. Eigentlich hätte ich die auch noch. Ja. Was? Überlebe The Brightmoor Witches mit niedrigem Chaos-Faktor und 10.000 Münzen? What the fuck? Das heißt, man hat quasi kein, kein Dingsbums. Und dann gibt's noch diese blöden Missionen. Ja, okay. Nee, okay. Dann ist das damit die letzte Folge. Ich habe eigentlich jetzt noch gedacht, dass wir vielleicht das machen, aber das bringt mir eigentlich überhaupt nichts. Nur eine Folge deswegen noch zu machen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, erkläre ich euch noch kurz, wie das abläuft. Dishonored habe ich. Ist eine Aufnahme für. Ist eigentlich ein Zwischenprojekt jetzt gewesen. Weil ich die Zeit überbrücken muss für God of War. Also was wir gespielt haben. Und God of War Ragnarök. Sowie Elden Ring mit The Zelda Echoes of Wisdom. Das ist jetzt quasi ein Übergangsprojekt. Deswegen habe ich dieses DLC auch damals nicht gespielt. Ich habe mir gedacht, irgendwann brauche ich es, um mal eine Übergangsphase zu haben. Deswegen ist das jetzt released worden. Als nächstes, es sind ja noch ein paar Tage theoretisch. Also God of War müsste jetzt theoretisch schon laufen. Und Echoes of Wisdom müsste in ein paar Tagen released werden. Es wird jetzt einfach das andere Projekt, was gerade läuft, weiterlaufen. Anstelle von Dishonored. Das heißt, es gibt einfach zwei Folgen von dem anderen Projekt pro Tag. Weil das kann ich ein bisschen besser dosieren. Da muss ich nicht, da habe ich nicht genau irgendwie eine Folgenvorgabe, weil hier bei dem Projekt, weiß ich, kann jetzt nicht wirklich weitermachen. Klar, ich könnte mir jetzt hier noch sagen, ja, ich mache jetzt die drei nochmal neu, könnte mir da vielleicht noch 4 Folgen rausziehen aus der einen Folge. Ja, 4 Folgen nicht. Wahrscheinlich 2. 2 ist, glaube ich, besser, ja. Oder 3. 2, 3 Folgen auf dieser Mission. Aber dann wird mir halt nichts bringen. Dann investiere ich lieber die 3 Folgen in das andere Projekt noch. Weil das kann ich, wie gesagt, sagen. Da kann ich einfach sagen, jo, ich höre jetzt auf oder ich mache jetzt weiter. So. Aber egal. Dann. Ja. God of War Ragnarök läuft jetzt dann und Echoes of Wisdom in ein paar Tagen. So sollte es dann sein. Und ja, ich fand es gut, dass wir das endlich dann nachgeholt haben dadurch. Und das hat alles gerade perfekt gepasst quasi. Ich musste zwar ein bisschen Gas geben mit dem Aufnahme, weil der Release ist morgen. Deswegen habe ich versucht, mich zu beeilen. Aber ich habe trotzdem alles ganz schön eingesammelt und mitgeholt und angeguckt und so. Aber ich hatte trotzdem ein bisschen Zeitdruck. Aber habe ich trotzdem nicht stressen lassen. Gut. Genug gelabert. Ich würde sagen, das reicht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Projekt, was auch immer, wieder. Bis dahin. Haut rein. Und tschüss. Achso, noch eine Wertung muss ich noch vergeben, ne? DLC 1, 0. DLC 2. Kann ich nichts aussetzen, ne? War eigentlich ziemlich geil, den Down zu spielen. Und eigentlich kann man die beiden DLCs nicht wirklich trennen, weil das eine Brickmoor Witches ist basierend auf Knife of Dunwall. Also, deswegen zähle ich es als 1, also DLC 2 und 3.
Und die kriegen von mir einfach volle Wertung. Weil du kriegst nicht nur mehr noch mehr Content. Bei mir, ich rechne es ja auch in Folgen. Ich habe 18 Folgen normales Hauptspiel. Und dann habe ich 20 Folgen nochmal DLC minus, also 25 Folgen DLC minus 5 von dem ersten, was ich einfach nicht zähle, die sind einfach raus. Und dann bin ich bei 20 Folgen. Ich habe mehr DLC-Content als Hauptspiel-Content. Okay, ich bin auch im Hauptspiel jetzt nicht 100% perfekt gewesen, ne? Muss man ja auch sagen, ne? Also hier habe ich schon ein bisschen mehr drauf geachtet, tatsächlich. Ja. Aber okay. Dann, ja. War's das soweit, denke ich mal. Hab alles gesagt, Grafik war geil, die Charaktere waren geil, die Story war nice. Passt alles. Hat alles gepasst. Rage muss es auch immer geben. Ich sag's immer wie, es ist so traurig, dass man es eigentlich erwähnen muss, aber ich will halt nicht nur ja, voll Pro sein und einfach nur komplett durchziehen, das Spiel, sondern es muss auch Rage geben in dem Spiel. Ich muss mich auch aufregen. Ist wichtig. Rage ist immer witzig. Solange mir nichts zerstört oder so. Gut. Also Rage in Spielen. Ne? Ich rede von Spielen. Wir reden immer von Spielen. Emotionen sind einfach... Ne? Muss einfach sein. So, jetzt aber genug. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Und tschüss.